Der Maximalismus hat früh schon gespürt, dass die Ästhetisierung der Gefahr ihre Überwindung bedeutet. Dies ist das Prinzip von Kultur schlechthin. Später, wie wir ja bereits wissen, wird der Maximalismus das, was er als Schüler nur intuitiv wahrgenommen hat, durchdringen und verinnerlichen. Zunächst jedoch als jugendlicher Heißsporn stürzt sich der Maximalismus in die Kampfkunst und fleißig Karate und Jiu-Jitsu, um dann zu seiner Heirat, die ja am Wannsee stattfinden wird und der einige von uns beiwohnen durften, die hohe Schule der Schwertkunst erlernt zu haben. Die Gefahr, die Bedrohung, ist stets unkontrollierbar, weit regellos. Die Kampfkunst überwindet die Gefahr, indem sie ihr eine Form gibt. Und dies ist keine Frage des Überlebens. Form heißt auf Japanisch Kata. Deshalb laufe ich jetzt die alte Shotokan Kata Sochin. Sochin!